Wir sind immer noch im Endspurt und das bedeutet, wir waren natürlich richtig fleißig im Livestream und haben so einiges wieder erledigt. Und ich bin auch schon wieder ein paar Monate weiter, damit eben konstant wieder Cash reinkommt. Und was wir alles haben und was wir alles neu haben, das zeige ich jetzt. Und da fällt mir auf, dadurch, dass ich ja jetzt im Monat weiter bin, sind die Bienen auch schon wieder voll. Das heißt, das muss ich mal abladen und zur Seite irgendwo stellen. Aber was sich hier geändert hat, ein Gewächshaus musste weichen. Eins ist weg, dafür steht hier ein anderes Gewächshaus. Und hier wächst Stoff. Auch nicht schlecht. Wir haben ja jede Menge Wolle. Wobei ich sagen muss, es könnte schon mittlerweile mehr sein. Mehr Wolle. Aber die Ställe sind noch nicht voll. Die gucken wir uns gleich an. Eine Spinnerei habe ich hingestellt. Und wenn die nächsten 100.000 zusammen sind, kommt noch eine Weberei dazu. Direkt daneben. Vielleicht schaffen wir das sogar heute noch. Wäre nicht schlecht, oder? Aber die Spinnerei produziert hier schon. Die produziert schon Wollstoff. Voll nice. Richtig, richtig gut. Und ja, die ist auch hier fleißig am Machen. Wir gucken mal kurz rein. So sieht das hier unten aus. Ja, ist aktiv. Wir haben noch fast 2200 Wolle. Und daraus wird eben Stoff produziert. Baumwolle haben wir nicht. Könnte man vielleicht mal einen Auftrag machen mit Baumwolle? Fällt mir gerade so ein. Nur einen Teil abgeben und einen Teil dann selber behalten. Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ne? Halte ich mal einen Blick offen, ob wir Baumwollernteaufträge sehen. Denn es kommen gerade jede Menge Aufträge rein. Ich liebäugel aber gerade damit, vielleicht das erste Mal einen Gemüseauftrag zu machen. Oder zwei. Oder in den nächsten Tagen immer mehr, also noch ein paar mehr. Aber dafür müsste ich eben das Gerät ausleihen. Und das kostet 32.000 im Ausleihen. Das bedeutet, ein Riesenauftrag wäre schon komplett umsonst. Ich weiß es nicht, ob ich das mache. Ich gucke mir das mal an. Ich weiß es nicht. Ja, dann hat sich ja ein bisschen was getan hier mit den Schafen. Wir haben ja hier, man sieht es unten in der Ecke, 24 Schafe. Damit haben wir angefangen. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Unter Vieh soll man das sehen. Ja, sieht man auch. Da sehen wir Gesundheit. Hier unten sind wir. Da sind wir. 80%. Das heißt, wir sind quasi einen Monat davon entfernt, dass eben die 6, 12 Schafe hier, 24, dass die 24 Schafe sich reproduzieren. Verdoppeln tun die sich. Denn aus den 24 sind hier 48 geworden. Das ist nicht schlecht. Sieht man gar nicht, ne? Sieht man gar nicht. Sieht immer noch wenig aus. 48 Schafe haben wir jetzt hier drin. Und das ist schon mal nicht schlecht. Und ich bin übelst gespannt, wie das jetzt wollproduktionsmäßig aussieht. Wie viel passen rein maximal? Ich muss tatsächlich noch mal eben nachgucken. Tiere, Schafe, es gehen rein 65. 65 Schafe gehen rein. Das heißt, noch einmal reproduzieren, dann sind die doch voll. Die 48, dann sind die voll. Das ist mal nicht verkehrt, ey. Ja, das ist nicht schlecht. Da muss ich natürlich gucken, wie ich das am blödsten mache. Aber wahrscheinlich werden die sich bis zum Maximum reproduzieren. Und wenn die dann voll sind, beide Schafställe, dann ist natürlich die Frage, wie viel fressen die denn dann? Komme ich dann von der Nahrung hinterher? Im Moment passt es, ne? Also bevor ich mir jetzt hier noch einen dritten Stall dann hinstelle, die an die Seite, wäre natürlich richtig geil für die massive Stoffproduktion. Das wäre schon cool. Was heißt Stoffproduktion? Kleidungsproduktion.
Denn wenn man hier reinschaut, Stoff ist ja ganz okay von den Preisen, aber Kleidung ist ja der Oberhammer. Gucken wir mal eben. Hier ist die Kleidung. So geht das wieder. Ja, wir haben hier tatsächlich dann, wenn wir im April verkaufen, über 10.000 Euro pro Einheit, die wir dann verkaufen. Das heißt, wenn wir richtig, richtig viel Kleidung produzieren können, kommt da ja übelst Cash raus am Ende des Jahres. Apropos übelst Cash. Wir haben natürlich auch noch übelst viel Silage. Silage. Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 LKW-Ladungen, Anhängerladungen, komplett voll mit Silageballen. Ja, also, es tut sich einiges. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal als erstes. Ja, das ist auch noch soweit alles okay. Wir gucken noch mal eben kurz in die Aufträge rein. Oh, ich habe auch noch nicht hier in den Sale geguckt. Habe ich wohl. Hat sich nichts geändert, nichts Spannendes drin. Habe ich mir schon alles angeguckt, nichts Spannendes drin. Jetzt ist die große Frage. Jetzt ist die wirklich große Frage. Wir haben hier einen Auftrag. Feld Nummer 68. Feld 68, rote Beete. Alter. Und dann zieht man hier, solche schmalen Streifen ziehst du hier jetzt weg. So, vier Reihen. Vier Reihen. Das kannst du knicken, Alter. Das kannst du knicken. Vier Reihen. Feld 68. Guck mal, das ist da vorne. Das ist gar nicht so weit weg, ey. Bretter da mal eben hin. Feld 68. Komm, fahr mal eben hier durch. Mal eben hier schnell über die Böschung brettern. Und mal eben kurz angucken. So, zack. Rote Beete. Ja, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Ist das richtig? Rote Beete. Gerät. Ich habe das gerade schon mal angeguckt hier. Das ist das Gerät, was man ausleihen kann. Es kostet 600.000. 1, 2, 3. Es hat 4 Reihen. Also, ich würde hier 4 Reihen rote Beete wegfahren. Mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Mit 8 km/h tuckert das Ding über diesen riesen Acker und zieht hier 4 Reihen rote Beete raus. Man sieht das so schlecht, ne? Also ich finde so sogar noch viel schlechter als so. 1, 2, 3, 4. Das ist das hier. 1, 2, 3, 4. Das ist gar nichts. 1, 2, 3. Das ist wirklich gar nichts. Meine Überlegung war, ich leihe mir das Gerät aus zu dem Höllenpreis und lasse das natürlich dann nebenbei einen Helfer machen und gut ist. Aber ich glaube, das kannst du dir trotzdem knicken. Also wenn die Aufträge für 38.000, ne? Das heißt, der gesamte Auftrag hier, dieser Riesenacker, der würde komplett nur in die Mietkosten reingehen, ne? Nee. Auf keinen Fall, ey. Auf keinen Fall. Ach, warte, den hole ich schon mal. Wahrscheinlich ist das gar nicht so schlecht, wenn man das mal irgendwie macht oder so laufen lässt. Aber nee, nicht unter diesen Bedingungen. Ja, hier neben, ich glaube, ich lasse hier so eine Gasse. Und dann kommt daneben die Weberei. Genau. Jetzt muss ich mal eben den Honig abstapeln, damit das da alles passt. Ja, hätte mich tatsächlich ein bisschen interessiert. Aber ich würde sagen, in dieses Fass machen wir leider nicht mehr auf. Nicht vor dem LS25.
Und wenn der rauskommt, haben wir eh noch ganz andere Baustellen zu erledigen. Aber wie gesagt, das Fass mit dem Gemüse leider nicht. Das kriegen wir leider nicht mehr hin. So, Honig steht. Das ist richtig nice. Und es kommt schon wieder was Neues. Perfekt. Und ich glaube, ich lade den Honig mal hier vorne auf dem Hof jetzt ab. Wir müssen ja jetzt mal gucken. Oder hier. Guck mal, hier ist doch ideal, Alter. Abladen. So, in einem. Wunderbärchen. So wollen wir das. Hör doch mal auf. So, okay. Ich lasse das Ganze hier sonst noch stehen, denn ich muss zwischendurch immer auch hier die Wolle einladen im nächsten Monat und dann rüberbringen in die Fabrik. Also, was haben wir? Wir können natürlich jetzt schön Stück für Stück in den nächsten Monat immer gehen, schnell vorwärts machen, Monat für Monat für Monat, zwischendurch eben noch Silage machen und ansonsten hier mit der Wolle weitermachen. Das ist momentan, glaube ich, das, was am simpelsten ist. Andererseits machen natürlich auch irgendwelche Aufträge Sinn. Also jetzt nicht solche Aufträge, die halt offensichtlich nicht alles beinhalten, was man benötigt. Pflügeaufträge, Düngen könnte ich gleich vielleicht noch machen oder mache ich vielleicht nachher noch. Ansonsten gibt es noch, guck mal hier, Sorghumhirse, Raps. Ich glaube, es gibt noch jede Menge Raps und Hafer. Aber auch da muss ich tatsächlich sehen, welche Aufträge lohnen sich und wie schnell geht das Ganze. Ich glaube, im Moment bin ich tatsächlich am ehesten dabei, hier nochmal eben das zu machen, was am meisten Kohle auf die Schnelle bringt und was wir auch am ehesten verwerten können. Und das ist Gras. Und Gras in die Schafe reinstopfen, damit die Schafe schön wollig werden. Und raus damit, mit der Wolle. Und mit weiteren Schafen. Und das heißt, wir gehen halt mehr einfach zack, zack, zack in die nächsten Monate rein. Wir haben September. Das heißt, wir können jetzt hier wieder Gras ernten. Wir haben, sollten jetzt hier, ja, acht und fein und flauschig, ich sage doch, die flauschigen Schafe, ein Achievement. 48, hier waren es auch 48. So, und jetzt haben wir hier weitere Ballen. Das ist doch schon mal nice. Und wow, hier ist auch einiges dazugekommen. Ah ne, die kann ich noch nicht wegbringen. Ja. Achso, Futter. 11.500, ausreichend. 9.000, okay, weniger. Aber reicht. Reicht alles. Okay, wir gucken noch mal rein. Weitere Aufträge. Gibt es irgendwas, was spannend ist? Es gibt, oh boy, Düngeaufträge. Es gibt immer noch jede Menge Ernteaufträge. Und es gibt Grubberaufträge. Okay, ich würde sagen, sowas mache ich. Gibt es hier einen riesen Grubber? Hier, das Setup einmal wieder ausleihen. Dann alles grubbern. Gibt es hier noch einen größeren? Nee. Ist der Traktor der bessere? Ja, wenn man das jetzt wüsste, ne? Was ist der bessere Traktor? Wir nehmen den hier. Was ist denn, was ist günstiger? 1,5 und 1,4. Na klar. Pflügen, Unkraut bekämpfen, säen. Nee. Okay, ich gehe ins Grubbern rein. Ich mache hier die ersten Grubberaufträge und mache danach die Düngeaufträge. Oder währenddessen am besten die Düngeaufträge, genau. Ja, mit dem eigenen Gerät. Und wenn das durch ist, müssen wir noch hier die eigenen, genau, die eigenen Grünflächen abernten. Und dann ist der Monat, glaube ich, mit am effektivsten. Wir haben 74.000. Ja, 74.000. Jetzt muss hier unbedingt Cash wieder reinkommen. Wir gucken rein in die Aufträge.
Miststreuer. Schade, ich dachte, es ist irgendwie vielleicht so ein Schafs-, so ein Viehtransportteil. Nee, Miststreuer. Okay, und das Teil? Mit einer Seilwinde kann Holz aus dem Wald gezogen werden. Lol, das ist einfach nur eine Seilwinde. Okay. Naja, passt schon. Okay, wir gehen rein. Attacke Vollgas. Ich nehme die ersten Aufträge an. Und mache mich auf dem Acker. Zum Grubbern hatte ich gesagt, genau. Und zum anderen, was hat man noch gesagt? Düngen, ne? Düngen, genau. Ich gehe jetzt düngen und ich leihe jetzt hier fürs Grubbern das hier aus. Geräte ausleihen. Und nehme das auch direkt erstmal an. Perfekt. Alter, die Karre ist auch so geil, ey. Hammer. Und damit geht's direkt zum Feld. Das macht jetzt gleich der Helfer. Und ich mache dann in der Zwischenzeit die Düngeaufträge. Tipptopp. Und wir haben Feld 38. Feld 38. Alles klar. Muss ich halt hingurken. Ist ein Feld, was ein bisschen tricky ist, wo ich vielleicht doch selber erstmal diesen Bereich mache und den Rest hier dann den Helfer machen lasse. Aber ich muss erstmal hinfahren und gucken. Ja, das ist jetzt das Feld. Das ist das jetzt. Das wäre jetzt dieser Bereich. Den einmal gerade weg und nach hinten hin vielleicht auch nochmal ein Vorgewende. Ich klappe das mal eben hier aus. Oder wartet schon einer? Und ich glaube, ich fahre mal eben hier diesen kleinen Bereich. Den mache ich mal eben fertig, damit dann hier hinten dieser quadratische Bereich, der dann übrig bleibt, vom Helfer gemacht werden kann. So, einmal jetzt hier so gerade durch. Muss ja auch gar nicht so ganz. Der Helfer wird ja dann hoffentlich gleich alles richtig machen. Ich mache das dann, ich fange auf der anderen Seite dann da hinten an. Aber dass wir das hier einmal dann fertig haben. So, passt schon. Ja, weil diese Schrägen hier und sowas, das ist ja immer eben ein bisschen schwierig, auch hier am Rand mit den Büschen und Bäumen. Das mache ich einfach mal eben selbst und dann ist das gut. Das muss ja tatsächlich auch gar nicht alles hundertprozentig sein. Es sind ja nur Aufträge. Aber der Helfer, naja gut, der zieht eh durch, ne? Der will das eh alles komplett durchziehen. Dann kann ich hier ein bisschen fahrig sein. Oh, mit dem Deutz fahr. Und dann passt das schon. Ne? Lassen wir mal hier 5 gerade sein. Ne? Können wir mal schön hier auf die Schnelle durchbrettern. So. Genau. Und wenn der Helfer jetzt gleich hier losliegt, mache ich dann die Düngeaufträge. Das ist geil. Das läuft. Genau. Das ist, glaube ich, auch sinnvoll. Und dann geht es im Anschluss für einen weiteren Helfer auf ein weiteres Feld mit diesen ganzen Geräten hier. Das gebe ich nicht ab hier, diesen schönen großen Grubber. Und dann können wir hier durchziehen. Ich glaube, das war's dann, ne? Dann ziehe ich einfach hier alles durch. Ich werde die ganze Zeit düngen. Die Helfer werden hier schön die ganze Zeit grubbern. Jo, ich glaube, das passt. Dann sollte nochmal ordentlich Cash reinkommen. Ich denke, die nächsten 100.000, ja, die 100.000 werde ich, glaube ich, hinkriegen, ne? Das sollte doch machbar sein, oder? Schön 100.000 zusammenkriegen, damit wir die Weberei hinstellen. Das muss doch wohl, oder? Also, das soll das Ziel für heute sein, damit wir hier immerhin die Weberei fertig haben. Oh, ich glaube, ich fahre jetzt gleich nochmal schön die Runde in einem durch. Und wenn wir das haben, dann können wir auch beruhigt schlafen gehen. So, damit wir die komplette Produktion hatten. 10.000 für eine Einheit. Jetzt frage ich mich natürlich, wie viel ist eine Einheit bei der Weberei? Sind das auch wieder 1.000 Liter? 1.000 Liter Stoff? Könnte, ne? Dass es auch einfach wieder 1.000 sind? Aber trotz allem ist dieser Veredelungsschritt, es braucht natürlich Zeit, aber der Veredelungsschritt, der wird auf jeden Fall drastisch höher. Also vom normalen Wolle verkaufen, zum Stoff verkaufen, zum Kleidung verkaufen, wird auf einmal ein Vielfaches mehr an Mehrwert, als wenn man es eben nicht veredelt.
Von daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Investition und wir werden relativ schnell alles rauskriegen. Oh, jetzt kommt mir gerade noch eine Idee. Kann man, vielleicht weiß das einer von euch, kann man bei den Schafen diese automatischen Verkaufsstellen so einstellen, dass sie nicht automatisch verkaufen, sondern automatisch zu einer Produktionsstätte liefern? Das wäre der Hammer. Da muss man sich da halt gar nicht mehr drum kümmern, außer dass man die Schafe füttert. Das wäre natürlich richtig nice. Tja, weiß ich aber nicht. Bevor ich das Gerät kaufe, vielleicht weiß es einer von euch, würde ich dann natürlich machen und dann hätten wir da eine Sorge weniger und ich könnte dann schön Stück für Stück einfach mal so, keine Ahnung, 2-3 Monate durchmachen bis zum nächsten Silageernten. Klack, 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 klack. Und dann hätten wir das alles noch schneller erledigt, ne? Das wäre auf jeden Fall ganz nice, wenn das klappt. Ansonsten muss ich es halt nebenbei rüberfahren, ne? Oder ich weiß nicht, vorproduzieren lassen. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. So, machen wir fertig jetzt hier. Wir wollen düngen endlich. So, der letzte Zipfel noch einmal grob drüber fahren. Der Rest bleibt dann einfach so, wenn da was übrig bleibt, wie es ist. So, erledigt. Und damit bringen wir jetzt mal eben, na komm, den nehmen wir dann auch noch mit, den, jawohl, den Grubber schnell rüber und lassen dann da vorne den Helfer anfangen am anderen. Ach, warte. Muss ich, oh, wow, wow, heute habe ich es hier aber, ey. Ich achte zu wenig auf die Traktoren, ey, ich sage dir. Ach komm, weißt du was, ich mache das hier eben. Boah, das dann gleich doch vielleicht nicht so richtig ist, ey. Ziehen wir hier mal eben den Streifen noch durch. Ich achte zu wenig auf den Reifenstand. Und dann kommen da solche Sachen bei rum. So, das mal eben durchziehen. Brauche ich hier hinten Vorgewände? Bei den Bäumen, bei den Büschen? Ich vermute mal hier so in dem Bereich, oder? Ja, soll ich vielleicht mal eben noch machen. Ein Vorgewände hier hin. Sonst wieder nichts mit dem Helfer. Na komm. So. Aber nur hier. So, wenn ich dann gleich hinten angekommen bin, auf der anderen Seite, dann starten wir da hinten. So, passt das. Und dann kann ich endlich in das Düngen gehen. Und ich sage dir, das mit der Ernte, mit dem Wegfahren und machen lassen, ja, mit ein paar ausreichenden Helfern, ja, könnte man das machen. Aber ich glaube, ich lasse das. Da kümmere ich mich lieber gleich nochmal um das Stroh und um das... Oh, ich könnte mein Silagefeld vielleicht sogar schon mit dem Helfer machen lassen. Ja, das wäre vielleicht sogar nochmal eine Idee. Da muss ich mir gleich nochmal angucken. So, das haben wir. Und damit ab, Helfer reinsetzen und fertig. Ja, das gucke ich mir gleich direkt nochmal an. So. Jawollo, Helfer rein. Sieht gut aus, Alten. Ja, steht ein bisschen über. Wird da hinten dann auch passen am Rand. Perfekt. Und wir gucken weiter. Also, wie war der Stand der Dinge? Hier war es doch fertig, ne? Hier ist es fertig. Das heißt, ich werde das Feld hier gleich abernten. Mit dem doppelten Mäher. Werde das können wir mal direkt machen. Hier mal eben die Schafe füttern. Mit unserem Fahrwagen hier, mit dem Einsammelwagen. Siehst du? Zum Glück habe ich mir den doch noch geholt, beziehungsweise noch nicht verkauft. Wer hätte gedacht, dass ich da doch noch irgendwann mal in die Schafe reingehe? Hätte ich ja echt nicht gedacht, ne? So, das heißt, hier ballern wir mal eben schön was rein. Muss sagen, hier die Heuballen davor, so rein dekorativ, sind gar nicht so schlecht, ey. Geht? Oder geht nicht? Komm, mach mir nicht fertig. Ging doch gerade noch, ey. Oder ist das Ding voll?
11.500. Ist das voll? Also, das scheint voll zu sein. Gute Frage. Dann fahren wir mal eben zum anderen. Da waren, glaube ich, nur noch 9.000 drin. So. Zack, jawohl. Genau so wollen wir das. Eben abladen. Und da geht ja auch wirklich einiges rein hier in diese Karre. Und ich lasse das hier mal direkt stehen. Und hol mir das Schmetterlingsmähwerk. Mäh hier zweimal lang. Und dann ist das gut. Und dann engagieren wir hier gleich nochmal einen Helfer für die großen Felder. Und das am besten. Ja, da wäre natürlich jetzt am besten. Boah, mir fehlt echt der Traktor, ne? Also das hängt mir immer noch so nach, ne? Dieser Fail. Aber so ist es nochmal. So, beides ausklappen. Beides senken. Und ich würde gerne. So, jetzt beides senken. Und ich würde gerne. Ja, hier am Rand muss ich, glaube ich, anfangen. So, damit sich das wenigstens so einigermaßen lohnt. Und ich glaube, ich werde so gleich einfach noch einen Helfer fahren lassen. Der dann einmal hier schön komplett über den Riesenfeld fährt. Oder doch mit der Fastbell hinten dran. Ich weiß es noch nicht. Gucke ich mir gleich nochmal an. So. Das ist hier alles meins. Und das kommt alles schön hier für die Schafe wieder rein. Zum Auffüllen von dem Wagen. Alter, er hat einfach keine PS für diese beiden Geräte, ne? Ich sage dir. Er hat keine PS für so einen Schnickschnack. Aber egal. Er macht das trotzdem. Er zieht durch. Knallhart, ey. So. Hier machen wir Ende. So, eben wieder zurückgesetzt. Wieder beides anmachen. Bin ich froh, wenn das weg ist, ne? Wenn das weg ist hier. Alter, dann habe ich kein Futter mehr für die Schafe. Nee, Quatsch. Dann habe ich hier endlich das erledigt. Kann mir vielleicht eine ganze Linie da hinten, statt Silage zu machen, lasse ich das dann einfach hier Futter werden und gut ist. So, das haben wir auch. Und jetzt mähe ich noch einmal am Rand entlang und dann ist es komplett erledigt. So. Ich weiß nicht, ob ich das hier pflastern soll. Was hältst du davon? Ich meine, also so eine Straße hier wäre ja schon ganz cool. Muss ich ja sagen. Würde ich ja ganz gut finden. Eine richtige Straße hier. Aber die ganze Area so zupflastern, sieht halt irgendwie auch uncool aus, oder? Fertig. So, das ist der Bereich. Das reicht. Ja, und jetzt muss ich mal eben gucken, wie schnell fährt hier ein Helfer mit Gerät oder ohne Gerät. So, und das ist halt jetzt hier die Frage, ne? Inwieweit würde sich das jetzt hier lohnen? Er fährt jetzt hier lang und mäht und sammelt. Und er fährt mit 11 km/h. Und weißt du was? Ich lasse ihn mähen und sammeln. 11 km/h finde ich komplett okay. Finde ich komplett okay. Kann er machen. Da kommt jetzt ein Helfer rein. Das ist jetzt nicht. Guck mal hier, bergab sogar 15. Das ist jetzt nicht so super langsam. Ich mache jetzt hier eine Tour komplett Silage. Das wird schon. So, kleines Vorgewende gemacht. Der erste Ballen ist ready. Und das heißt, ich bretter jetzt hier schön in Position. Dass wir uns jetzt hier genau durchziehen können. Hier angefangen, gerade Bahn. Und
Rein mit dem Helfer und es lübt. Jawohl. Vorne das Mähwerk, hinten die Fastbail. Und es wird eingesammelt. Und es muss nicht angehalten werden. Er macht das jetzt. Perfekt. Ja, direkt in das nächste Gerät. Wir wollen jetzt die Düngeraufträge machen. So. Und dann muss ich bloß gleich gucken, ob alles läuft. Düngeaufträge. Ich habe 500 Dünger. Das heißt, ich muss wieder Dünger kaufen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Was macht der andere? Der andere ist fleißig. Der macht alles. Mega gut. Er auch. Jetzt muss er nur noch arbeiten. So, dann rennen wir doch mal eben hin. Wir brauchen Dünger. Dünger hier. Bags. Das. Ich nehme mal erstmal nur 4. Hatte letztes Mal immer so viel übrig. Und deswegen gucken wir einfach mal, ob wir mit 4 klarkommen. Und ansonsten lasse ich vielleicht einfach einen Auftrag oder so, wenn ich durch bin. Mal gucken. So, schnell daneben stellen. Wie war das mit R wieder? R, ne? Ja, das Ding ist voll. Und der letzte Beutel. Füll rein die Säcke. Und dann gucken wir natürlich jetzt als erstes mal in die Aufträge rein. Wo sind die lukrativen Ernte-Düngeaufträge? Am besten irgendwas Großes, wo man mal schön drüber brettern kann. Hier die ganzen mit für 1000. Die gucken wir uns mal schön Stück für Stück an. Wisst ihr was? Ich nehme die einfach an. Düngen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7000. Da muss aber mehr bei rumkommen, oder? Das waren ja die Kosten für den Dünger sozusagen, ne? Eieieiei, viel ist das nicht. So, komm, gib Gummi. Einmal hier unten angefangen. Ausklappen das Ganze. Ich sollte aber auf jeden Fall das Navi anmachen. Damit ich hier wieder nichts vergeude, ne? Nicht irgendwie unnütze Bahn fahre. Da müssen wir noch deutlich rüber. So, schön bis zum Rand hier. So, perfekt. Ja, und wenn wir das haben, dann rein da. So, passt das. Na komm, aktivieren und rein da und düngen. Perfekt. Das sind 1, 2, vielleicht 3 Bahnen. Oh, Alter, das Muster, ne? Das macht dann auch echt kirre, ey. Eieiei. So, schön drüber. Siehst du, das sind wir genau hier in dem Bereich, wo der andere hier gerade am Grubbern ist. Tipptopp. Der fühlt sich auch gar nicht beobachtet, der Helfer. Nö, nö. So, eben wechseln. Ja, das ist nice. Da werde ich jetzt hier schön die ganzen Düngeaufträge durchziehen. Tipptopp. Und zwar sind das alles solche Felder, ungefähr in der Größe. Bringt jedes Mal einen Tausender. Dann müssen wir gleich mal gucken, was da in Gänze hängen bleibt. Ja, das wird schon passen. Also da mache ich mir gar nicht so die Sorgen. Das wird ja immer irgendwie von der Kohle, wird das irgendwie ausgehen, dass da auf jeden Fall noch was hängen bleibt. So, mach fertig hier. Und die letzte Bahn. Und die natürlich auch nicht bis zum Ende. Denn jeder Liter Dünger spart uns ja die Kohlen. Also machen wir gleich sofort aus, wenn fertig. Und dann fahren wir weiter. Das sind ein paar Aufträge, aber ist trotzdem ratzfatz gemacht. Zack und aus. Perfekt. So, es geht weiter. Erster ist abgeschlossen. Düngen. Feld 40. Na guck. Und dann ist es hier oben 27, 28, 29 und hier. Also, die sind ratzfatz gemacht. Ich zieh mal eben durch. Das ist natürlich echt das Beste, ne? Solche Felder dreimal hin und her und dann ist das gut. Tipptopp, ey. Tipptopp. So, drittes Feld hier auch noch. Wahrscheinlich wird der Rest gar nicht mehr. Oh, vielleicht ein Teil noch gemacht werden müssen. Aber nicht mehr so wirklich viel. Düngen. Ja, zwiespaltig, muss ich sagen.
Einerseits ist es natürlich schnell gemacht, andererseits so richtig viel Cash bringt es auch wieder nicht, weil man ja eben alles immer bezahlen muss. So, das war Feld 27, 29, 28, 29. Ja, die haben wir jetzt hier schön alle in einer Reihe. Super praktisch. Also schnell wieder rüber. Zap, zap. Und auch hier direkt weitermachen. Beim Gucken kommen wir hier in die gute Linie. Ja, wahrscheinlich dann im Anschluss, ne? Wir machen das einfach mal. Wir fahren einfach mal, oder? Ne, wir fahren da nicht. Wir fahren das, wie es sich gehört. So, ordentlich eingestellt. Damit wir hier auch nichts verschwenden. Gerade bei den kleinen Feldern fällt, und wenn die so schräg sind, fällt immer mal ein bisschen was daneben. Zack, so. Aktivieren. Und weiter durchziehen. Yes. So, das sieht auch hier schon jetzt nach dem letzten aus, oder? Müsste es doch auch gleich nochmal gucken. Also viel kann das nicht mehr sein. Und natürlich, wie immer, zu viel Dünger gekauft. Viel zu viel Dünger. Das ist ja der Hammer. Aber immerhin reicht es hier komplett. Einmal links, einmal rechts gefahren und dann haben wir es. Gleich in die Aufträge reingucken und dann zumindest die Düngeaufträge abschließen. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Theater mit dem Helfer auf dem eigenen Acker. Das hätte irgendwie runterlaufen können. So, mal schnell von der Autobahn runter. So, alles schon mal zuklappen. Was sagt die Map? Was sagt die Map? Ich glaube, das ist es, ne? Hier oben ist zum Glück nichts. Schön in einer Linie durch hier gefahren. Zap. Zap, zarap. Hier unten ist auch nichts. Aufträge. Jawohl, abgeschlossen. Grubbern lassen wir noch. Ich wollte noch weitere Grubberaufträge machen. Aber die Düngeaufträge. Zack, 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 zack. 76.000. Wir sind nicht so wahnsinnig im Plus. Aber das machen wir jetzt mit den Grubberaufträgen alles wieder sauber. So. Okay, das haben wir hier. Das bleibt erstmal hier stehen. Das auch. Wie sieht's aus mit dem anderen? Er zieht jetzt hier seine Bahn durch, bis auf da hinten den Bereich. Kommt da nicht so ganz drauf klar, aber den können wir hier weiter laufen lassen. Das ist doch okay. Also, das passt. Und er war fertig. So, und das heißt, hiermit suchen wir uns jetzt neue Grubberaufträge. So, Feld 57 soll das nächste sein. Also runter damit. Und rein auch hier wieder in den Grubberauftrag, beziehungsweise Grubberauftrag machen lassen. Rein in den Helfer. Jawohl, der zieht weiter durch. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal einen riesen Acker vom Helfer. Und der bringt 7.000, wenn er durch ist. Das ist natürlich richtig nice. Also über die Grubberaufträge kommt jetzt nochmal ein bisschen Cash rein. Und ich kümmere mich dann gleich hier um das Zusammenfahren der Silageballen und so weiter und so weiter. So, das Ganze dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Heißt, ich werde noch ein bisschen hier weiter durchziehen. Und dann gucken wir mal, wie weit ich mit dem Ganzen gekommen bin. Aber die Weberei, ne? Die hätte ich schon noch gern. Ich grubber mir hier einen heißen. Du kannst es dir nicht ausdenken. Hier wird gegrubbert, was das Zeug hält, ne? Mann, 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 Mann. Die letzten beiden Felder sind in der Mache. Ich sage dir, mein Traktor ist schon komplett am Limit. Er ist schon bald kaputt. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, ey. Vom ganzen Rumgrubbern, es wird echt Zeit für einen neuen Traktor, ne? Ich sage dir, ich brauche einen neuen Traktor, ey. Es ist noch nichts Neues reingekommen. Oder ich verkaufe das Teil einfach und dann wird hier nur noch auf Sparflamme. Dann habe ich zumindest auch mal ein bisschen Bonus-Cash und wir kommen dem Ziel deutlich weiter. Aber das ist ja echt der Hammer, ey. Gegrubbert, was das Zeug hält. Aufträge gemacht. Düngeaufträge gemacht. Ei, ei. Also, das war jetzt mal wieder
ein ganz, ganz, ganz krasser Zockmarathon hier durchgezogen. Gleich mal gucken, wie viele Aufträge jetzt gleich fertig sind. Oh. Zumindest das mit dem Grubbern. Er ist auch hier bald fertig. Er grubbert hier parallel, macht die großen mit dem großen Grubber. Das ist gut. Und ich mache hier die kleinen Sachen gleichzeitig dann noch sämtliche, so, sämtliche Grasflächen abgeerntet, alle Ballen eingesammelt. Alter, massiv. Und ich hoffe, dass hier gleich noch ein bisschen was an Cash rumkommt, damit wir wenigstens nahezu belohnungsmäßig am Ende dann doch noch die Weberei haben. So, bevor der Traktor hier gleich liegen bleibt, ne, ich bringe ihn mal eben kurz in die Reparatur. Das ist ja der Oberhammer. So viel Verschleiß hatte ich ja noch nie. Oder ist es nur das Teil? Nee, es ist in Kombination. Ne? Alter Falter, ich habe das Teil komplett durchgeranzt. Kostet 250. Soll ich das machen? 12.000. Ich muss den reparieren. Da sind 12.000 weg. Und abgeschlossen. So, perfekt. Also, jetzt eben reingucken in die Aufträge. Was haben wir? Was ist wirklich abgeschlossen? Das ist viel. Das ist viel. Und die Düngeaufträge waren auch schon alle abgeschlossen. Okay. Ich gebe alles ab. Haben wir noch Grubber? Ich glaube, es sind, wenn nur, kleine Grubberaufträge, ne? Nee, gar nicht mehr. Alle drinne. Alle erledigt. Sauber. Und 100.000 und 313. Das heißt, wenn ich jetzt für 12.000 repariere, war es das wieder mit der Weberei. Andererseits, was ist denn, wenn ich in den nächsten Monat gehe? Wo kann ich denn nochmal eben Cash herkriegen? Aufträge. Es gibt nochmal kleine Düngeaufträge. Das wäre natürlich jetzt viel Geraffel für wenig Profit. Säen, pflügen, das Ganze mit der Ernte. Ja, ich würde sagen, die Kohle ist da. Ich hole mir das jetzt. Wir haben hier Malocht ohne Ende. Alter Falter. Ich hole jetzt... Wait. Ich hole jetzt hier nochmal eben das Gras runter. Und wenn das fertig ist, dann kommt da die Weberei drauf. So, einmal noch Gras abgeladen. Jetzt hier vorne auch nochmal. Zap, zap. Einmal noch Gras abladen. Irgendwie läuft es hier an der Stelle schlechter als auf dem anderen Teil. Woran liegt das? Oder, warte mal, sind die ganze Zeit voll, weil die Ballen daneben liegen? Ich glaube, die sind die ganze Zeit voll, weil die Ballen irgendwie daneben liegen. Kann das sein? Ja, Tatsache. Das ist ja auch ein Ding. Die ziehen sich automatisch von den Ballen immer was weg. Das heißt, theoretisch könnte ich hier auch die ganze Ladung neben das andere Teil legen oder dann davor direkt hinstellen. Also alles abladen. Und der Rest, das mache ich auch. Ich lade das jetzt hier alles hin. So, warte mal, mal eben gerade ziehen hier ein bisschen. So. Dann laden wir hier schön die gesamte, na komm, die gesamte, ja, so müsste das schon gehen, gesamte Ladung ab. Wie war das mit I? Nee, macht er nicht. Aber ich kann das doch manuell einfach abladen, ne? Ladewagen anschalten. So, und jetzt, wenn ich nicht genau drauf bin, habe ich jetzt die Meldung, hier abladen. Hier geht es nicht. Aber hier so daneben kann ich es abladen. Und das mache ich jetzt auch. Und maybe
muss man dann währenddessen die ganze Zeit fahren. Weil sonst steht da nur so ein Häufchen und das bringt's ja nicht, ne? Alrighty, das Ganze nochmal. Steuerung I, hier abladen. Und jetzt kommt das hier alles raus. So, 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 komm, komm, komm. Stückchen noch weiter. Es ist eigentlich eben für so ein Fahrsilo, ne? Das eine Schaf guckt schon ganz gierig. Aber ich glaube, weiter nicht, ne? Ich mach mal Steuerung I. Ist noch ein bisschen was drin. Aber somit kann ich dann schön den ganzen anderen Rest hier noch einsammeln. Und sollte ich das irgendwie, sollte das nicht gehen, weil es liegt ja jetzt nicht so nah an den, auf dem Feld, auf der Fläche, wie das mit den Ballen ist. Also sollte das nicht gehen, muss ich das halt gleich nochmal einsammeln, später irgendwann mal oder was. Und dann ist das gut. Aber ich mache jetzt hier erstmal eben das alles fit. Und dann stellen wir noch zum Schluss die Weberei hin. Es ist Oktober. Wir haben 5000 Flocken mehr. Alter, das ist nicht viel, was wir kriegen, ne? Das ist nicht viel, was wir pro Monat hier kriegen, ey. Ich sage dir, ey. Produktion. Schneiderei. Hier ist es. Und wir gehen hier schön. Sollte das reichen? Ja. Ja, so in diesem Bereich. Nicht ganz so nah. Ich glaube, so passt es, ne? Ja, so passt es. Alter, es waren wenige Euro. Ja, wirklich wenige Euro. Ich hatte 103, also 100.300 irgendwas. Und es war wirklich minimal, ne? Aber ich baller das jetzt hier so hin. Ah, guck mal, da ist so ein... Okay. Damit haben wir jetzt hier... Was haben wir denn hier? Ne, das brauchen wir hier nicht. Kleiderschrank öffnen. Okay, ich kann mich hier umziehen. Hier muss der Stoff hin. Und hier können wir jetzt einstellen. Ja, können wir einstellen. Aus dem Stoff wird Kleidung gemacht. Das ist gut. Aktivieren als erstes. Und als zweites liefern wir schon die erste Ladung Stoff. Das ist ja schon mal nice. Und das heißt, damit haben wir den Startschuss für eine komplette Produktionskette von Silage oder von Gras ins Schaf, aus dem Schaf raus sozusagen in die Weberei. Zack, zack. Von der Weberei rübergefahren in die Schneiderei. Blub, 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 blub. Jede Stoffbahn einzeln. Und von da aus, wo wird das abgelegt? Oh, hier hinten. Oh, das ist gut zu wissen. Das heißt, hier muss ich noch ein bisschen mehr Platz lassen. Oder ich mache hier hinten rum so einen Weg. Ja, wäre eben, glaube ich, eh cool, wenn das hier hinten verbunden wird. Und hier vorne kommt einfach nur irgendwie so eine Straße hin. Hier kommt so eine Straße hin. Und da hinten wird es noch weiter verbunden. Muss ich mal gucken, wie das am besten so läuft. Genau. Das heißt, wir haben eine komplette Produktion. Und in der Hoffnung, dass das jetzt mit der Produktion Cash gibt. Ab jetzt heißt es nur noch sparen. Wir sind jetzt schon im Oktober. November ist schon nochmal Silageernte. Dann ist im Januar oder Februar war es. Alles verkaufen. Und dann muss so viel Cash da sein, dass wir komplett reingehen in die Fischzucht. Die ersten Becken sollten noch bis dahin da sein. Silage, oh, Silo muss ich auch noch kaufen. Nochmal 200.000. Alter Falter. Aber wir kommen dahin. Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden das in der letzten Woche schaffen. Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.